So, willkommen bei unserem neuen Unboxing-Video vom Gwent Cities von präsentiert von spielpirat.de. So, schauen wir uns dieses neue Bay an. Das ist ein BB 82A Gwent Cities, ein WD-145er Spin Track und eine Rubber Spike. Ein Defense-Typ, wie man hier ganz klar erkennen kann. Überall aufgeschrieben, hinten auch die gelben Sterne. Durchweg durchdacht als Defense-Typ. Fangen wir auch hier wieder an auseinanderzubauen. Zubehörset, wie man es kennt. Unsere Videos sind immer alle gleich aufgebaut. Dafür haben wir unterschiedliche Beyblades im Programm. So, ihr dürft schon erahnen und raten, was jetzt kommt. Genau. Unser Online-Code. Wer den haben möchte, kann mir gerne Nachricht schicken. Ich schreibe gerne zurück, dass ich nicht vergeben werde. Und damit wir uns alle nochmal doppelt ärgern können, ich habe schon wieder Anfragen bekommen für den Online-Code. Was seid ihr denn was seid ihr bereit dafür zu bezahlen? Ich habe mir gedacht, so ein Online-Code, sollte man den jetzt verkaufen oder nicht? Und ich denke mir, den einen oder anderen Online-Code werde ich halt für ganz gute Kommentare auf unserer Seite sponsoren. Das heißt, jeder, der auf unseren Unboxing-Videos einen richtig guten Kommentar hinterlässt und ich sag mal, sich was Nettes einfallen lässt, der bekommt von uns diesen Online-Code geschenkt. So, was haben wir hier? Wir haben eine graue Faceboard. Ich versuche sie mal gerade scharf zu stellen. Mit dem blauen Wal. Das ist so eine leichte, so ein Light Grau. Sprich, so ein bisschen transparent, aber auch nur ein kleiner Hauch. Sieht sehr interessant aus. Ist mir jetzt auch so noch nicht bekannt gewesen. Dann haben wir hier den Energy Ring. Ist auch so ein leichtes Grau-Blau transparent mit blauen Schwingen drauf. Also ein schönes, welliges Muster für einen Wal. Dann haben wir hier das neue Fusion Wheel Grand. Ich hoffe, es blendet nicht zu sehr. Er ist relativ hoch. Hat eben dadurch auch durch seine runde Formgestaltung eine sehr starke Defense-Haltung. Wie man ja natürlich auch aus den Metal Masters Folgen kennt. Und ja, ich finde es sehr interessant. Hier haben wir ein WD-145. Sieht ein bisschen anders aus. Man kennt es eigentlich vom. Oder man denkt, es wäre sowas wie das ED-145. Aber hier bewegt sich nichts. Es ist stabil. Hat keine weiteren Funktionen. Außer halt den gleichen Aufbau. Und ja, man darf gespannt sein, wie sich der Unterschied bemerkbar macht, ne? Wo ich mal scharf stellen kann. Einen Moment. So. Genau. Hier auch in so einem leicht transparent Grau. Und hier haben wir eine recht eigenartige Spitze. Das ist eine Rubber Spike. Recht gewöhnungsbedürftig. Gerade vor allen Dingen jeder, der die Rubber Flat vom Pegasus kennt oder auch die Semi-Rubber Flat. Abnutzen tun sie sich mit der Zeit schon. Ja. Und ich weiß nicht, so eine Rubber Spike, da ist nicht viel dran. Könnte mir gut vorstellen, dass die nicht so allzu lange eine Lebensdauer hat. Auf jeden Fall sei hier zu empfehlen, nur in der Arena zu spielen, ausschließlich in der Arena, um hier längstmöglich seine Spielfreude noch zu gewährleisten. So, die berühmte Schere im Einsatz. Aufpassen, dass ich mir nicht noch mehr in die Finger schneide. Ja, wie erwähnt, ne? Jeder Bay hat sein eigenes Farbschema. In der Starterei seine Kombi. Hier haben wir eigentlich eine recht gut designte Aufkleber Farbgebung. Ja, ist auch ganz klein blau gehalten, blau-lila. Und ich finde es aber sehr ansprechend, ja.
Für den Kampf würde ich sicherlich mal aufkleben. So, dann bauen wir mal dieses Bay auch zusammen. Die Schraube. Und das Spin-Track. Noch einmal festziehen. Und die berühmte Spitze. Mal gucken, ob es heute auch wieder klappt, wie beim letzten Mal. Ja, es hakt sofort ein. Klasse. Schauen wir uns dieses Bay mal genau an. Den Grand Cetus. So, richtig gehalten. Und mal eine Runde scharf gestellt. Eigentlich finde ich sehr, sehr stylisch. Der Energy Ring verschwindet fast komplett im Fusion Wheel. Nur an den Seiten mal zwei Erhöhungen. Und das Spin Track ist ja auch relativ hoch. Von daher bietet es eigentlich fast gar keine Angriffsmöglichkeiten von oben an. Und ja, die Spitze. Ich bin mal gespannt, lässt sich nur vermuten. Also eine Spike ist ja schon mal ein bisschen ausdauernder. Und wie jetzt das Rubber dazu passt, damit es eine vernünftige Defense-Funktion hat, vielleicht ein bisschen mehr Stabilität, aber wir werden es sehen. Könnt mir gerne eure Kommentare auch schreiben, was ihr von der Rubber Spike haltet. Ja? Und ja, auch die Einzelteile von diesem Bay wird es bei uns auf dem Shop www.spielpirat.de geben. Denkt an unseren Gutscheincode. Ne? Der Gutscheincode lautet 1, die Zahl 1, Mio Klicks und alles zusammengeschrieben. Und mit diesem Gutscheincode und einer gültigen Bestellung auf unserem Shop bekommt ihr eine Flat Performance Tip gratis im Wert von 2,99 € dazu gepackt aus unserer SE-Reihe. Ja, und auch das Besuchen auf facebook.spielpirat.de wünschen wir uns sehr, sehr gerne. Wir mögen es, wenn wir mehr Freunde gewinnen. Wir mögen es, wenn ihr gefällt mir klickt. Und ich hoffe, es gefällt euch wirklich. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwas Besonderes wollt, sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Denkt dran, den Online-Code, den verlose ich. Und beziehungsweise schau mir an, wer die besten, die einfallsreichsten, die genialsten Kommentare schreibt. Und ja, das teile ich auf jeden Fall offiziell noch mit. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, ne? Empfehlt es weiter. Macht aufmerksam, wir freuen uns. Ja? Je mehr Leute bei uns draufgehen, desto mehr schicke Bails holen wir uns und desto mehr Unboxing-Videos machen wir und desto mehr Kämpfe werden in Zukunft veranstaltet. Und wenn es euch nicht gefällt, denkt euch was aus, schreibt es irgendwo hin, nicht auf unsere Seiten. Und per private Nachricht könnt ihr mir gerne Anregungen geben, Kritik und über Lob freuen wir uns sowieso. Vielen Dank und bis dahin, euer Team von spielpirat.de.